Guten Tag, Lokführer. Du fährst heute einen gemischten Containerzug über die Mangfalltalbahn. Der Stärkerstrecke, um die Hauptbahn zwischen München und Rosenheim zu entlasten. Rüste die Lok auf BZB-Zugrad M von Max 100 km/h. Sobald das Signal es erlaubt, kann es losgehen. Gute Fahrt. Ja, und wer es erkennt, der weiß auch schon, wo wir uns gerade befinden. Und zwar befinden wir uns heute auf der Strecke Holzkirchen-Wörgl, ein Update von TrainFW. Und ja, wir starten einmal. Und zwar wählen wir mal den richtigen Stromabnehmer aus. Ach so, ja. So, Nummer 1, das ist der vordere. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. So, mittlere Zugart. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Servus, Kollege. AFB, AFB, AFB. Und da will ich mal sagen, es kann losgehen. Oder nicht? Doch. Und dann schauen wir hier mal in Holzkirchen den Zug bei der Ausfahrt an. So, das war der ganze Zug und ja, ab in den Führerstand. Aber man sieht auch gleich, große Teile der Vegetation wurden getauscht vom 3FW. Und wir beschleunigen mal unseren Zug auf die 50. So, unser Zug geht nun auf die 50 zu. Auch der vordere Pantograph wurde gehoben.
Und nun dürfen wir die 100 km/h, die wir vom Max haben oder fahren dürfen, einstellen mit der AFB. Wir haben einige. Oh, es geht bergab. Wir nehmen mal die Leistung zurück und lassen uns bergab rollen. Unser Schranken ist zu, sehr gut. Und dann schauen wir uns das Szenario hier von der Frankfurtbahn an und schauen wir mal, was der werte Kollege hier alles verbaut hat. So, an dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass ich die Baureihe 151 getauscht habe gegen eine andere Baureihe, da die BR 151 von TTB leider nicht auffindbar war bei mir, habe ich diese auch getauscht. Natürlich habe ich den Kollegen gefragt, ob ich sie tauschen darf. Wo fahren wir denn da durch? Kreuzstraße, okay. Das Wetter hier herbstlich und oh, schon 70 Ankündigung. Ja, 70. Oh, neue schöne Schienen. Sehr schön. Schauen wir uns mal den Zug von außen an.
Zugschlusstafeln auch gut drauf. Sehr gut. Jetzt wird immer gebaut, damit die Radfahrer nicht durchkommen. Und dann bin ich mal gespannt, wo wir demnächst durchfahren. Ob hier auch Gegenzüge kommen. Ich hoffe natürlich nicht. Gegenzüge wären vielleicht heute nicht so gut. Wessehem Bahnhof haben wir auf Bahnsteig 2 durch mit keiner Störung. Ja, so die um die 80 km/h, ein bisschen weniger drunter ist immer gut. Zu schnell ist natürlich nicht gut, aber wenn man da genau die circa 80 km/h fahren, dann ist das sehr gut. Ui, halt erwarten. Halt erwarten. Halt erwarten ist nicht gut, aber wir werden schon schaffen. Wahrscheinlich kommt jetzt eine Regionalbahn, eine RB oder eine RE oder den Meridian, keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall gleich sehen. Ah, der Meridian nach München und nach Holzkirchen. Der muss. Herr Kollege.
Vater mit offenen Türen? Aha. Erwischt. Die Türen sind noch nicht zu. Und er fährt los. Typisch Krieg. Jetzt haben wir ihn erwischt. Den Kollegen. Oh, es fängt zum Regnen an. Oh je. Scheinwischer. Jetzt fängt es zum Regnen an, sehr super. Ja, aber man kann ja nichts machen, wenn es zum Schneien oder Regnen anfängt. Aber jetzt wird es gleich richtig finster hier auf der Strecke. Oder hält der Meridian, aber wir nicht. Machen wir mal Licht an. Wird der gleich richtig düster hier? Aber wir werden trotzdem sicher und pünktlich an unser Ziel kommen, Richtung Rosenheim, wo wir dann den Zug wieder abgeben und an einen Kollegen weiterreichen. Unseren Zug. Bach. Also wurde das Holz im Bach transportiert? Wer weiß? Einmal Siefer bestätigen. Alle Container noch drauf, ja. Hier, da noch ein paar Container.
Da ist auch gleich die Fabrikszufahrt oder wo ist eine Straße? Nein. Servus, Kollege. Halt, erwarten. Achso. Ja. Der Herr sollte vielleicht über die Sicherheitslinie gehen. Ich glaube, Scheibenwischer auf 0 war eine kurze Schlechtwetterphase auf der Strecke, aber jetzt ist es vorbei. Halt? Kein Halt erwarten für uns. Ich glaube, das wird sich nicht mehr ausgehen in 500 Metern unseren Zug runterbremsen auf 0. Achtung! Jetzt haben wir die Schutzstrecke auch vergessen. Wird sich angekündigt. Bis Rosenheim haben wir noch 10 Kilometer.
zu Bad Aiblingen. Mich würde interessieren, okay, ob der Herr Kollege ausfahrt. Aber keine Ahnung. Wir beschleunigen wieder auf 100 km/h und ja, dann sind wir bald in Rosenheim in Bayern. Wobei hier am Gewässer. Wie schaut es denn aus? Kolbermoor. Fahren wir in Kürze durch? Die deutschen Signale sind alle schlecht. Und auch schön. Ein Kollege, Servus. Servus.
So, jetzt suchen wir uns ein Haus. Am besten in der Strecke. Oh je. 40. Oh je. Aber wir tun natürlich so, als würden wir es nicht wissen. Da blinkt's. Und wir müssen runter auf die 40. Wobei hier an der Holzfabrik. Und an den Schrebergärten. Die Schrebergärten sind auch nicht schlecht. Zugbeeinflussung. Und da raucht am Schornstein links, rechts natürlich. Der Ludmiller. Mehrere Ludmillas. Rosenheim, Servus. So, willkommen in Rosenheim. Der Kollege übernimmt. Hoffentlich. Noch sind wir nicht oben. Aber gleich. Hier links eine L44.
Lüften wir noch schnell durch für den Kollegen. Und dann haben wir es schon wieder geschafft. Ende. Ja, schön. Geschafft für heute. Jetzt kann der Kollege einsteigen. Wiedersehen. Bis bald. Du hast für heute Feierabend. Grüße Frankfurt Bahn. Genau. So, dann war es das auch schon wieder für heute. Hoffe, es hat wieder Spaß gemacht zuzuschauen und ja. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann bald wieder. Bleibt gesund und ciao, sagt der Markus. Geht euch.